Laserwaffen entwickeln sich rasant und werden von einem Attribut der Science-Fiction zu einer vielversprechenden Technologie für das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts. Wir haben in unseren Videos bereits mehrfach über verschiedene Laserkampfsysteme verschiedener Länder berichtet. Die Prototypen von Kampflasern werden bereits in vielversprechenden Luftverteidigungssystemen getestet und werden auch auf Kriegsschiffen eingesetzt. Flugzeuge haben bis vor kurzem noch nicht an solchen Tests teilgenommen. Das ist ganz natürlich, denn Größe, Gewicht und Stromverbrauch sind sehr begrenzt. Man kann einen mehrere Tonnen schweren Laser, der so groß wie ein Seekontainer ist, nicht in ein Flugzeug einbauen. Und auch den Generator für den Betrieb kann man nicht in die Luft mitnehmen. Aber der berühmte Rüstungskonzern Lockheed Martin, der schon viele erstaunliche und manchmal fantastische Waffen entwickelt hat, hat es wieder geschafft, die Welt zu überraschen. Darf ich vorstellen? Das luftgestützte Laserkampfsystem Lance. Wir sind Military News und legen los. Lockheed Martin hat der US Air Force einen Demonstrator des schwebenden Laserwaffenkonzepts Lance geliefert. Dieses Akronym steht für Laser Advancements for Next Generation Compact Environments. Dieser Demonstrator ist für die Montage an den Außenaufhängungen eines Kampfflugzeugs vorgesehen. Äußerlich ähnelt er den verfügbaren Informationen zufolge den altmodischen Laserdesignatoren, mit denen Lenkraketen und Bomben auf ein von einem Laser beleuchtetes Ziel gelenkt werden, aber er hat größere Abmessungen und einen größeren Durchmesser des Fokussierungssystems. Bevor wir mehr über Lance sprechen, wollen wir versuchen zu verstehen, warum ein Flugzeug überhaupt Laserwaffen braucht. Jedem technisch versierten Mensch ist klar, dass die Menschheit noch einen langen Weg vor sich hat, bevor Laserraumschiffe wie in Star Wars zerschneiden. Zu diesem Zweck braucht man einfach riesige Leistungslaser. Obwohl der Laser selbst eine einzigartige Waffe ist. Ein Laserstrahl trifft mit Leichtigkeit jedes Ziel, egal wie schnell es sich bewegt und egal wie geschickt es manövriert. Für Licht, das eine Geschwindigkeit von fast 300.000 km pro Stunde hat, ist ein solches Ziel praktisch unbeweglich. Selbst die berühmte russische Dagger mit ihrer Hyperschallgeschwindigkeit von Mach 10. Aber das sind immer nur noch 3,4 km pro Sekunde oder 0,0011% der Lichtgeschwindigkeit. Sie mit einem Laserstrahl zu treffen, ist kein Problem. Aber es geht nicht nur darum, das Ziel zu treffen, sondern es auch zu zerstören. Aber wenn die Leistung des Lasers nicht ausreicht, können wir vielleicht etwas dagegen tun? Wie haben Jäger ohne Schusswaffen und nur mit einem Messer einen Bären erlegt? Mit einem Messer auf ein so großes Raubtier einzustechen, wird nichts bewirken. Es wird ihn nur wütender machen. Aber wenn du ausweichst und ihm in sein Herz stichst, tötest du den Bären. Der schlimmste Feind für ein Flugzeug ist eine Rakete. Egal, ob sie von einem Flugabwehr oder von einem anderen Flugzeug abgefeuert wird. Und wo ist der schwächste Punkt der Rakete? Wo ist die Haut am dünnsten? Es ist ihr Lenkkopf. Entweder Infrarot oder Radar, der hinter der dünnen Verkleidung versteckt ist. Es braucht nicht viel Energie, um ihn durchzubrennen und das Sensorelement und die Elektronik zu verbrennen. Der Laserstrahl ist besonders gefährlich für Infrarot-Zielköpfe, die sich auf allen Raketen der tragbaren Flugabwehrraketensysteme befinden. Ihre Optik, die die Infrarotstrahlung auf dem Sensor sammelt, wird den zerstörerischen Laserstrahl darauf fokussieren. So, die Theorie ist geklärt. Wie sieht es in der Praxis aus? Und in der Praxis stellte sich heraus, dass es sehr, sehr schwierig war, einen solchen Laser für ein Flugzeug zu bauen. Wie wir bereits gesagt haben, mussten die Entwickler nicht nur wie der alte Grieche Odysseus zwischen Skylar und Charybdis hin und her pendeln, das heißt einen ausreichenden leistungsstarken Laser in akzeptablen Dimensionen bauen, sondern noch eine weitere Bedingung erfüllen. Der Laser muss leistungsstark, aber sparsam sein, damit er genug Energie aus dem Bordkraftwerk hat. Mit dem Thema Laserwaffen beschäftigt sich das Unternehmen Lockheed Martin schon seit langem. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das Unternehmen präsentierte 2012 den ersten Prototyp eines recht kompakten bodengestützten Area Defense Anti-Munitionssystems, kurz ADAM genannt, mit einer Leistung von 30 Kilowatt. Dann testeten die US-Bodentruppen das System ausgiebig und schossen auf kleine Drohnen und Raketen. Die Ziele konnten in einer Entfernung von bis zu 2 Kilometern beschädigt werden. 2 Jahre später wurde der Laser gegen Motorboote des bedingten Feindes eingesetzt. Auch hier wurden Schäden verursacht, die mit der Fortsetzung des Einsatzes unvereinbar waren. Im Jahr 2017 testete Lockheed Martin einen neuen Kampflaser mit einer Leistung von 60 Kilowatt. Die von dem Unternehmen eingesetzte Technologie ermöglichte eine durchschnittliche Reduzierung des Energieverbrauchs um 50% im Vergleich zum Festkörperlasern. Die US Army erkannte die Tests als Erfolg an und unterzeichnete die Abnahmeunterlagen. Im selben Jahr erteilte das US Air Force Research Laboratory Lockheed Martin, Boeing und Northrop Grumman einen Vertrag mit dem SHIELD, Self-Protected High Energy Laser Demonstrator Programm, für etwas mehr als 26 Millionen Dollar. Boeing war für die Kapsel und die Befestigung des Systems am Flugzeug zuständig, während Northrop Grumman das Strahlkontrollsystem entwickelte, das den Laser auf das Ziel richtet und ihn dort hält, bis es zerstört wird. Letztes Jahr wurde das Subsystem zur Strahlsteuerung an den Kunden übergeben.
Lockheed Martin nahm den schwierigsten Teil in Angriff: die Verkleinerung des landgestützten Lasersystems und die Lösung für das Problem der Kühlung im Flugzeug. Nach 5 Jahren war die Anlage auf das 6-fache der Größe einer Armeeanlage geschrumpft. Sie passt jetzt in eine Kapsel, die an die Flugzeuge gehängt werden kann. Viele Probleme mussten gelöst werden. Das Unternehmen musste die bereits genehmigten Fristen um 2 Jahre verschieben. Aber jetzt bestand die Aussicht, das Gewicht der Flugzeuglaser auf 5 bis 10 Kilogramm pro Kilowattleistung zu reduzieren. Wie sieht es mit der Laserleistung aus? Ob die Leistung des Armeelasers erhalten geblieben ist, wird nicht berichtet. Schließlich ging es nicht nur um die Miniaturisierung der Anlage, sondern auch um die Reduzierung des Stromverbrauchs von LADs. Es wird nicht möglich sein, einen Generator am Kampfflugzeug anzubringen, der von Bodentruppen eingesetzt wird. Es ist nur bekannt, dass der LANS-Prototyp bei Bodentests in New Mexico mehrere Luftbodenraketen abgeschossen hat. Auch dieses Problem wurde also gelöst. Tyler Griffin, CEO von Lockheed Martin, erklärte gegenüber Reportern, dass LANS der kleinste, leichteste und energiereichste Laser in seiner Leistungsklasse ist, den Lockheed Martin bisher gebaut hat. Er stellte außerdem fest, dass er ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung eines einsatzfähigen luftgestützten Laserwaffensystems ist. An welchem Flugzeug der LANS genau aufgehängt werden soll, ist noch nicht entschieden. Das Unternehmen hat seine Forschungen auf dem Frachtflugzeug C-130 durchgeführt. Auf Werbebildern wurde die Kapsel an einem F-16 Kampfjet gezeichnet. Boeing hat seine laserlose Kapsel 2019 an einem F-15 Kampfflugzeug getestet. Das Projekt wird im Rahmen eines Programms zur Verbesserung der Kampfstabilität von älteren Flugzeugmodellen wie der F-15, F-16 und FA-18 entwickelt. Diese Maschinen verwenden nur begrenzte Maßnahmen zur Verringerung der Sichtbarkeit, was sie für moderne Waffen viel anfälliger macht als Stealth-Flugzeuge. Sie sind nicht nur leichter aufzuspüren, sondern ihre große, gut sichtbare Radarsignatur lässt sich auch viel schwerer durch Störsender und Täuschkörper verbergen. Da diese Art von Kampfflugzeugen mindestens bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts in den USA im Einsatz sein wird, ist die Frage nach der Gewährleistung ihrer Kampfstabilität von großer Bedeutung. Das renommierte amerikanische Magazin National Interest weist aber auch darauf hin, dass LANS oder zukünftige Waffen dieses Typs auch in den Tarnkappenjägern F-22 und F-35 installiert werden könnten. Solche Waffen könnten die bereits beeindruckenden Luft-Luft-Fähigkeiten dieser Flugzeuge verbessern, da Laser schneller sind als jede Luft-Luft-Rakete. National Interest erwähnte außerdem, dass Laserwaffen auch die Tarnkappeneigenschaften dieser Flugzeuge verbessern könnten, da sie deren radarwirksame Fläche, RCS, reduzieren könnten, wenn sie anstelle von leicht zu entdeckenden konventionellen Waffen an externen Aufhängungen eingesetzt würden. Natürlich ist LANS zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Technologiedemonstrator. Es handelt sich nicht um ein Produktionssystem und auch nicht generell um einen Prototyp. Sein einziger Zweck ist es, die grundsätzliche Machbarkeit der Idee einer aktiven Laserabwehr für Kampfflugzeuge zu demonstrieren. Langfristig könnte es jedoch eine der revolutionärsten Ideen in der Geschichte der Luftoperation sein. Denn wenn ein solches System zum Einsatz kommt, sind alle russischen Luftabwehrraketensysteme, alle S-300, S-400, S-500 und Buk-Raketen nur noch ein nutzloser Haufen Metall. Egal, wie schnell ihre Raketen sind, egal, mit welcher Überlast sie fliegen können, für den Laserlichtstrahl sind sie nur stationäre Ziele, die unbedingt einen Zielsuchkopf haben. Und wenn du ihn verbrennst, verwandelt sich die Rakete in einen ungelenkten Eisenblock mit einem Motor. Und er stellt keine Gefahr für das Flugzeug mehr dar. Klar ist auch, dass LANS zwar für den Einsatz in Flugzeugen entwickelt wird, das System aber durchaus auf verschiedenen Plattformen an Land und auf See eingesetzt werden kann. LANS wird derzeit für Verteidigungszwecke hergestellt. Die Forschung könnte jedoch auch auf die Entwicklung einer Offensivwaffe abzielen, die nicht nur Flugzeuge und Drohnen abschießt, sondern auch auf mobilen Plattformen an Land und auf See eingesetzt werden kann, um offensive Funktionen zu erfüllen. In der Zwischenzeit führen Piloten der US Air Force bereits Simulationsflüge mit luftgestützten Laserwaffen durch. Ihre Flugsimulatoren sind mit einem Computerprogramm ausgestattet, das es ihnen ermöglicht, Laserwaffen im Luftkampf einzusetzen, um einen Angriff abzuwehren. Die Piloten haben viel Freude an diesem Spiel. Was denkst du über die Aussichten von Laserwaffen? Schreib es uns in die Kommentare. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns mit weiteren interessanten Videos über moderne Waffensysteme beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!